Dies ist die Geschichte eines 9-jährigen Jungen, der schon zum 17. Mal auf der Erde lebt. Die Geschichte des 17. Karmapa. Eine wahre Geschichte. Clemens Kubis Living Buddha. Das Kinoereignis. 7 Jahre haben Kamerateams in den entlegensten Gebieten des Himalaya, in Osttibet, Nepal und Sikkim diesen Film aufgezeichnet. In Gegenden, die noch nie eine Kamera erblickt hat. Eine abenteuerliche Reise auf der Suche nach dem größten Geheimnis der Menschheit. Dem Geheimnis von Tod und Wiedergeburt. Genau da, wo Karmapa es prophezeit hatte, wurde er wiedergeboren. Der Dalai Lama selbst sah den Ort im Traum voraus. I got some kind of a dream. Someone, some source, see, telling to me, oh, this is the place where Karmapa was born. Das filmische Dokument einer Wiedergeburt. Clemens Kubis Living Buddha. Die Geschichte eines Kindes, das Millionen Menschen von heute als lebenden Buddha verehren. Dieser Film ist keine Fiktion. Dieser Film ist Wirklichkeit. Buddha lebt in Tibet. Er ist 9 Jahre alt. Clemens Kubis Living Buddha. Nichts ist größer als die Wirklichkeit.